aus Frankfurt von der Internationalen Automobilausstellung aus Frankfurt. Und also nicht vergessen, heute Abend etwas später dann noch viel mehr übers Auto. Jetzt aber auch zum etwas späteren Abend. Wir kommen zum Kino. Wir wollen Ihnen zeigen, was haben wir denn heute Abend auf dem Programm. Und Mittwoch ist, das heißt für uns alle, der gute alte deutsche Spielfilm. Wiedersehen mit großartigen Schauspielern, meistens eben auch Filme, die sehr fröhlich und sehr lustig sind und den Abend schön gestalten. Heute ein Wiedersehen mit unvergessenem Theo Lingen und mit der unvergessenen Hilde Hildebrandt. Und da birgt dieser Film schon für Qualität. Der Film heißt Schuss nach Mitternacht. Da geht es also um eine Dame, die nicht nur Inhaberin einer Pension ist, sondern auch gleichzeitig noch Kriminalschriftstellerin. Und nun will man eine Szene aus ihrem Stück spielen, das Ganze also dann Punkt Mitternacht. Und dabei stellt sich dann heraus, dass in dieser Pension nicht nur Menschen sind, die das alles so gut meinen. Also lassen Sie überraschen, heute Abend bei Schuss um Mitternacht. Möbel Fischer, Abteilung Kunststofffenster und Innenausbau. Wir fertigen Kömmerlingfenster nach Maß in 5 verschiedenen Farbtönen. Sanieren, renovieren, auch im Innenausbau sind wir Experten. Alles aus einer Hand. Möbel Fischer, Bitburg. Mit Karamell und Haselnuss, mit Nougatcreme und Schoko drauf. Unerreicht, nussig leicht, leicht und unerreicht. Es steckt viel Spaß im Toffifee. Dr. Ulrichs Schwedenkräuterkonzentrat, ein Naturheilmittel. Das Konzentrat zur Selbstherstellung eines Schwedenbitters. Und das ist neu für alle Getränke, sofort gebrauchsfertig. Der Apotheker, Ihr Berater in Gesundheitsfragen. Hier zur Firma Heizung und Sanitär Rudolf Lüttiken in Wittlich kommen Hobbyhandwerker aus der ganzen Gegend. Das hat natürlich seine Gründe. Wer zum Beispiel bei seinen Sanitäranlagen selbst Hand anlegen möchte, egal ob bei einer Neuinstallation oder der Ergänzung des Badezimmers, der bekommt bei Rudolf Lüttiken alles. Größere Teile liefert man ihnen natürlich nach Hause. Und wer dann beim Selbermachen doch Spezialisten braucht, der ruft einfach die Profi-Handwerker zu Hilfe. Heizung und Sanitär Rudolf Lüttiken, Wittlich, Max-Planck-Straße 3. Halbach, Handwerk und Hobby. Ihr Spezialist für Eisenwaren, Werkzeuge, Gartengeräte und Beschläge. Wieder im Herzen von Saarbrücken. Qualität, Beratung, Service und niedrige Preise. Bei uns bekommen Sie jede Schraube noch einzeln. Halbach in Saarbrücken-Hallbergstraße und in Riegelsberg-Walpershofer Straße. Vieles spricht für Kachelöfen oder Heizkamine. Stesa, als eines der führendsten Unternehmen auf diesem Sektor, nennt Ihnen nicht nur eine Reihe von guten Gründen, die Ihnen die Entscheidung leicht machen. Das Stesa Kaminstudio zeigt Ihnen unverbindlich alle Möglichkeiten. Vom fest installierten Kamin bis hin zum Kachelofen. Gemauert, wie hier gezeigt, oder transportabel, wie bei diesem preiswerten Modell. Ein Besuch im Stesa Kaminstudio Völklingen und Rehlingen-Saar wird Sie überzeugen. Stesa, wir verstehen unser Handwerk. Der erste Schritt für Ihr Baby, Baby wird in Dillingen. Großauswahl an Umstandsmoden, Bekleidung für Baby und Kleinkind, Kinderwagen, Kindermöbeln, kurz, hier finden Sie einfach alles für Ihren kleinen Schatz. Eins der führenden und preiswerten Fachgeschäfte im Südwesten. Vergleichen Sie. Baby wird für eine glückliche Familie. Das ist Harald Link, Inhaber des Juweliergeschäftes Eckstein, Saarbrücken, Berliner Promenade. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist diese angenehme Atmosphäre, in der wir höchste Ansprüche erfüllen. Bei der Präsentation von Uhren aller Weltmarken und unserem weit über die Grenzen hinaus bekannten Schmuck aus Diamanten, Gold und Platin, den wir teilweise selbst entwerfen und anfertigen. Für alle, die Außergewöhnliches und Wertvolles lieben, Juwelier Eckstein, Saarbrücken. Spitzenklasse Geräte der Unterhaltungselektronik und Hausgerätetechnik. Hochwertig, extrem zuverlässig und fantastisch günstig im Preis. Mit der Sicherheit eines beispielhaften Kundendienstes. Interfunk Stereo Farbfernsehgerät. 67 cm Großbild, 30 Watt, Hi-Fi-Ton mit Fernbedienung, 1598 Mark. Einer der leistungsfähigen Interfunk-Vollprofis ist immer in Ihrer Nähe. Zum Beispiel Elektro Matthäus Neumagen Drohnen.
Fahrradpelze von Dior für Sie und ihn. Hofer hat Pelze von Dior, exklusiv im Saarland. Hofer hat Pelze von Weltruf, Dior, Porcelli. Pelzmoden Hofer, exklusiv, schick, elegant, Saar Louis, Stiftstraße 4. Wertvolle Pflegesubstanzen, abgestimmt auf jeden Haartyp, pflegen mild und schonend, bringen seidigen Glanz und sanfte Geschmeidigkeit. Die neuen Shampoos von Polycur. Reine Schönheitspflege für Ihr Haar. Drama. Kind irrt nach Indianerspiel in den Tod. Mexiko. Neugeborenes überlebt 5 Tage unter Trümmern. Terrorismus. Palästinenser erschießen 3 Geiseln. Heute im Studio Nick Jakob und Uli Potowski. Guten Abend. 7:07. Zu Beginn unserer Nachrichten heute ein erschütternder Bericht aus Mannheim. Ein Bericht, der alle Eltern angeht. Denn das Schicksal eines kleinen Jungen aus Mannheim zeigt, wie wichtig es ist, Kindern zu erklären, wie gefährlich ihre Lieblingsspiele werden können. Es geht um 4 Jungen. Sie haben im Wald Indianer gespielt und sie haben, so wie Sie es schon oft gelesen haben, den Kleinsten an den Marterpfahl gestellt und dann nackt im Wald zurückgelassen. Als er nach Stunden noch immer nicht wieder aufgetaucht war, wurde es schreckliche Gewissheit. Aus dem Spiel war bitterer Ernst geworden. Lautsprecherwagen der Polizei fahren durch die Nacht. Noch hoffen alle, dass Thomas lebt, dass ihm nichts passiert ist. Aufgenommen. Das Kind ist circa 80 cm bis 1 Meter groß, hat dunkelblonde, kurze Haare und ist unbekleidet. Hundertschaften aus ganz Nordbaden durchkämmen den Wald. Das Gelände ist weitläufig und unüberschaubar. Thomas irrt irgendwo hier nackt umher, hilflos. Vielleicht ist er ganz in der Nähe. Davon sind alle überzeugt. Einer der 3 Jungen, die Thomas gequält hatten, führt die Polizisten. Und nach Stunden der erste Erfolg. Der 9-jährige Paul findet gemeinsam mit der Polizei die Kleider von Thomas. Hier, in dieser Eichenschonung, hatten die Kinder gespielt. Thomas war nach den Schlägen weinend in den Wald geflohen. Thomas' Mutter schöpft neue Hoffnung, ihren Sohn bald in die Arme zu schließen. Im Streifenwagen verfolgt sie die Suche. Die Polizisten hoffen jetzt zu wissen, wo sie den Jungen finden können. Den kleinen Paul an die Hand genommen und dann das zeigen können, wo der Tatort, die Anführungszeichen, dieser Schlägerei ist. Die Kleider haben wir also gefunden. Die liegen da vorne in dem Wald. Amerikanische Soldaten verstärken die Suchmannschaften. Sie haben ein Manöver ganz in der Nähe sofort abgebrochen, als sie vom Schicksal des Kindes hören. Scheinwerfer geben ein wenig Licht. Mit Taschenlampen leuchten die Beamten jeden Meter ab. Und noch immer kein Lebenszeichen. Es ist kalt, feucht. Mit jeder Stunde wächst die Angst, ob der schmächtige, nackte Junge die Nacht überstehen kann, wenn er nicht bald gefunden wird. Angst auch, ob ihm die vielen Stimmen nicht so viel Angst machen, dass er sich sogar versteckt. Und immer wieder hallen Rufe durch die Nacht. Thomas, Thomas. Dann, lange nach Mitternacht, ein furchtbarer Schock. Bahnbeamte finden Thomas. Er ist tot. Der kleine Körper ist völlig zerschmettert. Thomas ist auf der Suche nach dem Heimweg in der Dunkelheit auf Bahngeleise gelaufen, von einem Zug erfasst worden. Das Indianerspiel hat ein schreckliches Ende gefunden. Ja, wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Uli Potowski sollte eigentlich jetzt um 18.57 Uhr in Stockholm im Rasunda-Stadion sitzen. Und jetzt kommt eine sehr unerfreuliche Geschichte für alle Fußballfreunde.
Ja, liebe Fußballfreunde, wir wollten Ihnen heute Abend eigentlich dieses WM-Qualifikationsspiel Schweden gegen Deutschland live übertragen. Dazu kommt es nicht. Der Luxemburger Fußballverband hat gestützt auf Formalien und Verbandsabsprachen in Schweden die Übertragung für RTL Plus verhindert. Die Funktionäre des Luxemburger Verbandes weisen darauf hin, dass gleichzeitig ihre Nationalmannschaft in Luxemburg gegen Bulgarien spiele und aufgrund unserer Übertragung weniger Karten verkauft werden würden. Eine bessere Terminierung der beiden Spiele durch die Luxemburger und die Schweden, die allen geholfen hätte, ist nicht erfolgt. Natürlich ist es schade, dass der Luxemburger Verband durch diese kleinkarierte Entscheidung und seine fadenscheinigen Argumente die Übertragung und damit auch die anschließende Zusammenfassung des Spiels Bulgarien gegen Luxemburg in diesem Fall verhindern konnte. Uns tut das natürlich leid. Wir haben trotzdem, hoffe ich, ein interessantes Programm für heute Abend. Ganz klar, wir haben natürlich ganz schnell geschaltet, wollen Ihnen was anbieten. Wir haben Ihnen als Ersatz heute ein ganz besonderes Programm zusammengestellt. Nach den Nachrichten um 19.30 Uhr erst eine Folge der Kriminalserie Del Vecchio und um 20.30 Uhr dann den Streifen Schuss um Mitternacht. Doch vorher weiter mit unseren Nachrichten, mit den Bildern des Tages. Wir gehen zunächst nach Bonn. Dort in Bonn im Bundestag ging es nämlich heute hoch her. Aktuelle Stunde zum Thema neuer Heimat. Alle Parteien kritisieren das Geschäftsgebaren des gewerkschaftseigenen Baukonzerns, der einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. 55.000 Wohnungen wurden innerhalb kürzester Zeit verkauft. Man muss sich das mal vorstellen, 55.000 Wohnungen. Bundesbauminister Oskar Schneider sprach von sozialer Unverfrorenheit und politischer Heuchelei. Die gewerkschaftseigene neue Heimat, das war der größte Wohnungsbaukonzern Europas. Doch der Koloss stand auf Tüten. So, einen wunderschönen guten Abend. Heute zum 835. Mal begrüßen wir zur Sendung, die Sendung überhaupt im deutschsprachigen Fernsehen bei RTL Plus, zur Sendung StarMix. Und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Hübsche Idee. Was? Hübsche Idee. Hübsche Idee, ne? Ja. Wir dachten uns nämlich, wir wollten uns... Wir dachten uns, dass wir heute... Karlchen. Ja. Ich hatte vor allem mit dir ein bisschen über... über die Liebe zu Sprich reden. Aus. Oh, Liebe, schönes Thema. Über Liebesleid. Ach ja, kann ich verstehen. Dachte ich, du bist der richtige Gesprächspartner, so von Mann zu Mann. Ich leide ja nur, wie ein Hund leide ich. Warst du schon mal verliebt, Karl? Wie hieß denn die Glückliche? Ja, also die erste hieß Elke. Die hieß Elke? Ja. Ja. Wie lange liegt denn das schon zurück? Oh, lange, lange, ganz lange, kann ich dir sagen. Dann die zweite. Oh. Die hieß auch Elke. Ja. Also hast du eine Stereo-Elke gehabt, ne? Ja. Zwei Stück. Ja, aber was hättest du von, ich weiß nicht, wie das heißt, die dritte hieß auch Elke. Ich habe da Pech gehabt. Ich bin immer den, oh Mann, aber ich leidete. Litt. Aber Karlchen, sag mal, man merkt doch ganz genau, wann eine Frau verliebt ist, ne? Ja, habe ich gemerkt. Kennst du so diese typischen Symptome? Wahnsinn, die war nicht verliebt. War sie nicht verliebt? Nee, woran hast du das gemerkt, dass sie nicht verliebt war? Hab mich immer gesiezt, bis zum Schluss. Oh, ja. Ja, ja, ja. Selbst als sie ein Kind von mir bekam, hat sie zu mir gesagt. Nein, ernsthaft. Aber du weißt, Frauen flippen aus, wenn sie verliebt sind. Ja, ich merke das ja immer wieder. Versteht. Versalzen die Suppe. Ja. Nicht, das machen sie später auch noch, wenn sie verheiratet sind. Versalzen die Suppe ständig. Aber ja, wollte ich gerade sagen. Selbst Tütensuppen versalzen die. Ja, ich weiß. Nur Elke nicht. Die kochen Kaffee verkehrt rum, ja, wenn nur die verliebt Elke sind. Nicht. Elke nicht. Elke war, okay, wenn Elke Mordsweib war, ist in Ordnung. Die konnte keine Tütensuppen. Die konnte nicht. Nein. Karlchen, wir wollen die Musik nicht zu kurz kommen lassen. Ja. Denn wir haben ja wieder ein bisschen so raus. Ja, du hast ja da wahnsinnig Thema. Gesucht. Was hast du dabei? Was zum Thema Liebe passt, Liebesleid und Liebesfreud. Ja. Pass auf, beiß mich nicht. Ja. Sie kommt aus Amerika. Oh, Elke? Nein, sie heißt nicht Elke Streisand, sie heißt Barbara. Elke wäre aber hübscher gewesen. Und ja, ich weiß. Und Barbara fasst nun dieses Problem ungefähr in 2 Minuten zusammen. Klasse, mit Salz oder ohne? Das weiß ich nicht. Wollen wir da mal reingucken? Ja, bitte. Barbara Streisand and A Woman in Love. Oh. Man kann sich dran gewöhnen, Karlchen, ne? Och. Den männlichen Part spielte nicht du, sondern Kris Kristofferson war das übrigens, wollte ich sagen. Ja, das war toll, wie der da spielte. Das hat er auch hintergründig angelegt. Ja, toll. Ja, ja. Aber in der Badewanne. Karlchen, hast du den Glanz gesehen von Barbara Streisand? Den Glanz in ihren Augen? Hä?
Ja, habe ich gesehen. Ganz feucht waren sie. Deutlich, ja, war hübsch, ja. Die war richtig verliebt. Ach, nun gib doch zu, du hast doch nur auf die Badewanne geachtet. Ja klar, das war die Szene, auf die ich gewartet habe. Ja. Oh. Aber hör zu, Karlchen, was anderes, um so ein bisschen so zu baggern. Was bitte? Ich meine, um sich an Mädels zu machen, du verstehst. Ja, Krüger, der Bodo mit dem Bagger. Ja, genau. Ja. Da gibt es ja nun wirklich einen ganz bestimmten vorgeschriebenen Weg, wie man eine Frau anbaggert, wenn ich es mal so sage. Ach was, erzähl, komm, verrat mir Geheimnis. Du, meistens fängt das ja an so, ich nehme an, zu 80% in der Diskothek. Ja, beim Tanzen? Ja, zum Tanzen. Oh, man geht hin und sagt, eine riesen ich kann nicht tanzen. Warum kannst du nicht tanzen? Na, mir fehlt ja wohl ein bisschen was dafür, oder was? Ach nö. Ja, du ja auch nicht, du trappelt hier. Karlchen, also vom Geist her fehlt dir nichts. Na, vom Geist her, das reicht ja nicht, ne? Frauen, du weißt, wo Frauen zuerst drauf hingucken. Na, auf den Po. Gucken. Nein, nicht auf die Augen. Na, ja, in die Augen gucken und sie. Dann auf und dann auf die... Noch nicht, der Po steht ganz weit unten, Karlchen. Auf die Nase? Ja, nein, auf die Hände auch, Karlchen. Ich hab nur eine. Ist egal. Ich bin ein bisschen benachteiligt. Erzähl du was vom Tanzen, komm. Nein, aber es ist herrlich, weißt du. Man guckt sich erstmal eine Dame aus und dann geht man hin, nett wie man ist, man zeigt sich dann von der besten Seite und verbeugt und darf ich bitten? Ja, bitte. Man verbeugt sich, ne? Ja. Und dann geht's los. Weil es jetzt ein Magger daneben, musst du sagen, Sie gestatten, darf ich bitten? Und dann sagt er nein und haust du ab. Ja, ja, nee, du, also, pass auf, darf ich jetzt mal ein kleines Beispiel bringen? Du hast jetzt die Frau auf der Tanzfläche, ja? Ja, ja. Hab ich. Kapelle beginnt. Ja. Ja, kein Tango hier. In Arm. Sondern so richtig was zum Anfassen, was Langsames, ja? Schwuppen, schwuppen, dai, dai. Wir geben mal eine kleine Kostprobe. Die Gruppe heißt PhD. Oh, die kenne ich. Woher denn, Karl? Das ist ein ganz kleiner mit einem langen Weib, die kenne ich. Ah, oh, das ist mein Schicksal. Jetzt seht ihr mein Schicksal, PhD. I won't let you down, Karlchen. Ja. Ja, Liebesfreud, Liebesleid. Das war, glaube ich, mehr Leid als Freud. Ne? Ja, der hat ja gelitten wie ein Hund. Ich kann ihn verstehen. Bisschen klein und dann sowas Ärgerliches. Karlchen, es ist ja auch wirklich so. Ist es dir auch schon mal aufgefallen? Die Leidtragenden sind wir ja in dieser Zeit. Nur die Männer. Nur die Mädels haben es gut. Die können sich aussuchen, wen sie wollen. Wenn wir uns jemanden aussuchen wollen, wen wir wollen, nichts auf die Finger gibt. Ja, auf richtig, die Glocke. Genau, aber immer voll drauf. Ne? Ich meine, wir sind ja auch die Märtyrer in der Zweierbeziehung. Ja. Oh, ich kenne da, pass auf, du, von wegen nächstes Video. Da ist jetzt die Sache umgekehrt. Moment, erzähl mal ein bisschen davon. Ja, ich weiß nur, Jermaine Jackson, ne, der Bruder gleich, von dem Kleinen, der da immer über den Friedhof tappert. Mit der krausen Dingesfrisur. Ja, du weißt ja, Neger haben krauses Haar, deswegen hat Krause ja keine Haare mehr. Wie gesagt, der wird zum Schluss fast erschossen. Was? Fast. Ja, ist von einer Frau oder was? Ja, Eifersucht, die leidet. Endlich Rache. Do what you do. Ja. Ja, es geht nachher tragisch aus. Wir haben das nicht mehr gezeigt zum Schluss. Oh, schön. Also, das sah aber wirklich nicht nach Mord. Ja, aber das kommt zum Schluss. Nee, aber das wollten wir denn ja alles nicht mehr zeigen. Unser Regisseur hat eben halt so ein glückliches Händchen, der sagt, komm, warum wollen wir die schöne Stimmung kaputt machen? Ja, und die haben sie ja wirklich gerne gemocht, ne? Schön. Ja, ich ganz hab's gesehen, doll gerne. Vier Kinder haben sie jetzt. Ja. Wenn die so viele Videos drehen mit dem Ausgang, werden es noch mehr Kinder. Ja, das ist klar. Karlchen? Ja, Axel, ich glaube, ne? Ja, tick-tack. Wir sollten langsam Schluss machen. Ja, das war es eigentlich von Mann zu Mann über Liebe. Ja. Viel ist nicht rübergekommen eigentlich. Aber man musste sich mal aussprechen, Alter. Es ist genau die Nummer. Und jetzt gehen wir alle unsere Wege. Ja, du weißt, es staut sich an, ne? Es staut sich an. Es muss mal drüber gesprochen werden. Ja, wo gehst du denn jetzt, Karlchen? Ins Frauenhaus nach Algier. Ist in Ordnung. Ja. Aber das Video habe ich leider nicht da, Karlchen. Das schade. Laila, küsse mich und quäle mich. Karlchen, bitte. Du, ich darf dir noch einen schönen Tag wünschen. Schönen Abend in diesem Falle natürlich. Gleich weiß, ne? Und mach's gut, ne? Ja, und ich wünsche nachher noch viel Spaß mit mir selber. Ich komme nachher nochmal nach den News. Und grüß mir Erika von dir, ja? Elke heißt sie. Oder von mir. Elke. Kuckuck. So, wir möchten uns verabschieden musikalisch aus der Sendung Starmix und zwar mit Supertramp. Ja. It's raining again. Tschüsschen.